und meinem Honigtau. Mm. Hier liegt zu wenig trockenes Holz. Wir sind zu weit vom Wald weg. Oh. Wir gehen weiter. Na los, kommt. Langsam reicht es. Ich weiß, es ist schwer, kleiner Donner. Aber wir haben meinem Vater versprochen, das Winterbrennholz zu holen. Also los jetzt. Dorf entfernt und Holz gibt es hier auch kaum. Wollen wir nicht lieber umkehren? Du hast recht. Wir gehen besser nach Hause. Hey, was ist los, kleiner Donner? Ganz ruhig. Immer wenn du solche Angst hast, gibt es ein Gewitter. Nicht stehen bleiben. Oh. Kommen wir nicht mehr weiter. Vorsicht! Schnell da rein! Ihr könnt wieder rauskommen. Das Gewitter ist vorbei. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Wirklich? Oh, seht doch mal da. Ist der schön. Wapitis lassen sich nur sehr selten so lange beobachten. Er bewegt sich ja überhaupt nicht. Oh nein. Seht euch das mal an. Da komme ich doch nie wieder runter. Da geht's nicht. Nein, dort vielleicht. Yakari! Zwecklos, alles versperrt. Um da durchzukommen, müsste man eine Maus oder eine Bergziege sein. Was sollen wir tun? Die Steine sind zu schwer, um sie wegzurollen. Und Rauchzeichen nützen auch nichts. So weit weg vom Dorf würde sie keiner erkennen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen auf der anderen Seite des Bergs herunter. Und ich hatte gehofft, die Plackerei hätte ein Ende. Piti! Anscheinend hat er sich die ganze Zeit nicht bewegt. Komisch. Lauf schnell weg! Warum bleibt er nur stehen? Los, verschwindet! Sein Bein steckt fest. Misch dich nicht ein, ja? Los, greif an! Na, mach schon! Vorsicht! Rührt mich nicht an, oder ihr seht den Kleinen nie wieder. Nein, er ist noch ein Baby.
Baby, tu das nicht! Oh. Oh. Dankeschön, Papiti. Wenn ich dich hier rausholen soll, musst du mir vertrauen. Steh ganz still. Das Bein ist nur verstaucht. Aber es wird noch dauern, bis er wieder laufen kann. Lass uns nach den anderen Verletzten sehen. Das wird schon. Sie war nur benommen. Komm mal her. Der hier ist schwer verletzt, aber er will mich nicht an sich heranlassen. Ah, das sieht schlimm aus. Wir möchten dir doch nur helfen. Wer sagt mir, dass das wahr ist, hä? Da wirst du uns einfach vertrauen müssen. Regenbogen wird dir helfen. Sie kann alle Tiere wieder gesund pflegen. Das hier ist Bisonfett gegen die Schmerzen. So, die Wunde wird bald verheilen. Seht ihr? Ich glaube, wir haben es erstmal geschafft für heute. Aber wir verbringen doch nicht etwa die Nacht zusammen mit hungrigen Wölfen. Die machen nichts. Bleibt am Feuer und überlasst das mir. Noch immer. Ich will ihn nur mit ans Feuer nehmen. Er hat nur großen Hunger, wie sein Vater und ich. Ich hab hier noch was. Das ist leckeres Dörrfleisch. Schlank nur zu. Au! Na, das sollte bis morgen früh reichen. Deine Hilfe, Yakari. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Wir kehren in unser Tal zurück. Das ist unmöglich. Der Pass ist durch einen Stein blockiert und die Wand ist so steil, dass selbst ihr da nicht herunter könnt. Wenn das so ist, gibt es nur einen Weg, wie wir unseren Hunger stillen können. Nein, der Papiti ist mein Freund. Für uns ist er eine gute Mahlzeit. Nein, wir haben euch gepflegt und versorgt. Ihr wollt über ein verletztes Tier herfallen, schämt ihr euch denn gar nicht? Scham kennt ein hungriger Bauch nicht. Wartet, ihr kriegt mein letztes Dörrfleisch, aber ich bitte euch, lasst den Wapiti in Ruhe. Der Wapiti kann nicht mehr laufen und wir können nicht hierbleiben, um ihn zu schützen. Aber sobald wir weg sind, gehen sie auf ihn los. Was machen wir? Es gibt noch einen anderen Weg hinunter ins Tal. Ich würde ihn euch zeigen, wenn die Wölfe versprechen, mich nicht anzugreifen. Wie denn? Wo du doch nicht mal mehr richtig laufen kannst. Ich wüsste wie. Aber versprecht zuerst, dass ihr dem Wapiti nichts mehr tut, wenn er euch hilft, ins Tal zurückzukommen. Das versprechen wir, aber er sollte lieber nicht lügen. Du hast recht, Yakari. Das Holzgestell macht sich auch gut als Schlitten. Nein, ist zu schwer. Alleine kann ich das einfach nicht schaffen. Oh nein, so nicht. Wir ziehen diesen Schlitten nicht. Wir sind doch keine Pferde oder Hunde. Ist ja gut, dann lasst es und ihr verhungert hier. Durch, kleiner Donner. Und versucht nicht, euch zu drücken, ihr zwei. Entweder wir schaffen es alle zusammen oder gar nicht. Wir wollten nur Holz sammeln und jetzt spiele ich Schlittenhund mit zwei Wölfen. Noch ein Stückchen und es ist geschafft. Na los, weiter! Der hat gut reden.
in deiner Schuld war, Petey. Hallo! Da vorn sind sie. Hier oben! Wie sind sie wohl zu diesen beiden Schlittenhunden gekommen? Die Jugend von heute ist erfinderisch. Yakari kann wirklich gut mit Tieren umgehen. Wir verdanken dir unser Leben. Der Wapiti hat uns gerettet. Wenn sich unsere Wege wieder kreuzen, verschonen wir dich. Ihr seid die ehrbarsten Wölfe, die ich jemals kennengelernt habe. Alles Gute, kleiner Wolf. Yakari, Regenbogen, wir suchen euch schon seit gestern. Das tut mir leid. Und Holz haben wir auch nicht. Aber dafür haben wir dem Wapiti geholfen. Es ist gut so. Ich weiß, wie dein Herz für die Tiere schlägt. Und ich bin überglücklich, euch wohlbehalten wiederzusehen. Mit Medizin und der Hilfe der guten Geister wird dieses Tier sich schnell von seinen Wunden erholen. Und bald schon kann es laufen wie früher. Sehr gut. Dann kann er nächstes Mal mit uns Holz holen.